Merhaba und auf Deutsch gesagt Hallo. Heute lernen wir gemeinsam die Groß- und Kleinschreibungen in der türkischen Sprache. Vergisst bitte nicht, uns zu folgen und zu liken. Fangen wir an. Dann fangen wir mal langsam an. Wir werden zuerst gemeinsam mit dir lernen, was man in der türkischen Sprache alles groß schreibt, ja? Und unser erster Punkt ist der Satzanfang. Wie es auch in der deutschen Sprache ist, beginnt der Satzanfang immer mit einer großen Buchstabe. Da habe ich auch ein Beispiel für dich. Ben kitap okuyorum. Ich lese Buch oder ich lese ein Buch. Ben kitap okuyorum. Ja, es beginnt immer mit einer großen Buchstabe an. Jetzt kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Und zwar, die Zeichenfolgen bei Gedichten fangen auch immer mit großen Buchstaben an. Da habe ich auch ein Beispiel für dich. Hier, bekliyorum, öyle bir havada gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Wie es auch sieht, die Anfangsbuchstaben von den Zeichenfolgen sind immer groß geschrieben. Ja? Das ist unser zweiter Punkt. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt, und zwar die Namen, die Nachnamen, die Tiernamen, die Spitznamen und die Titel werden auch immer groß geschrieben. Zum Beispiel, ich heiße Bigül, es wird immer groß geschrieben, ich habe zwei Nachnamen. Islak Ankut, die werden auch immer groß geschrieben. Meine Spitzname ist zum Beispiel Bigüş, ja, und das wird auch immer groß geschrieben. Und mein Hund heißt zum Beispiel Chico. Und das wird auch immer groß geschrieben. So, kommen wir zu unserem vierten Punkt. Und zwar die Ländernamen, die Nationen und die Sprachen, die werden auch immer groß geschrieben. Zum Beispiel Türkiye, ja, mit einer großen Buchstabe. Türk bedeutet Türke. Türkçe, ja, bedeutet Türkisch. Das wird auch immer groß geschrieben. Kommen wir zu unserem fünften Punkt. Und zwar die Religionen und die Namen der Mythologien werden auch immer groß geschrieben. Zum Beispiel Christian bedeutet Christe. Christianlik, ja, das wird auch groß geschrieben, bedeutet Christentum. Und da habe ich noch Zeus, ja, das wird auch immer groß geschrieben, weil das ein Name von der Mythologie ist. Kommen wir zu unserem sechsten Punkt. Die Planeten und die Sternnamen, die werden auch immer in der türkischen Sprache groß geschrieben. Wie zum Beispiel Jupiter, Mars, ja, die werden immer groß geschrieben. Außer Dünya, Güneş und Ay. Dünya bedeutet Welt oder Erde, Güneş bedeutet Sonne und Ay bedeutet Mond, ja. Nur die drei werden klein geschrieben, ja? So, dann haben wir die Ortsnamen sowie Kontinenten, Regionen und Dörfer, die groß geschrieben werden sollen in der türkischen Sprache. Zum Beispiel Avrupa, ja, bedeutet Europa und das wird groß geschrieben, ja? Oder zum Beispiel Izmir, ja, Izmir ist eine Stadt. Eine Stadt in der Türkei und es wird auch groß geschrieben. Zum Beispiel Avşar. Avşar ist ein Dorf und das wird auch immer groß geschrieben. Ja? Also die Ortsnamen werden immer groß geschrieben in der türkischen Sprache. Kommen wir zu unserem achten Punkt. Die Schlossnamen, die Herrenhäuser, die Gasthöfe, die Brücken und die Türme etc. Die werden auch immer groß geschrieben. Zum Beispiel Dolmabahçesarayı, ja? Dolmabahçesarayı, das ist ein Schloss. Oder Anıtkabir, ja? Anıtkabir. Galata Köprüsü, ja? Galata Köprüsü ist eine Brücke, ja? Die werden auch immer groß geschrieben. Und kommen wir zu unserem neunten Punkt. Die Büchernamen, die Zeitschriftennamen und die Zeitungennamen werden auch immer groß geschrieben in der türkischen Sprache. Zum Beispiel
Andersen Masalları, ja, das ist ein Name von einem Buch. Bilim ve Teknik ist ein Name von einer Zeitschrift, das wird auch immer groß geschrieben. Und Hürriyet ist ein Name von einer Zeitung, das wird auch immer groß geschrieben. Und alles andere wird in der türkischen Sprache klein geschrieben. Ich bedanke mich bei dir, dass du zugehört hast und danke für deine Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal. Tschüss!